willkommen zu einem neuen Video und heute spielen wir Dark. Das wurde mir von meiner Community sehr ins Herz gelegt, die gerade den Chat voll spammt und euch allen Hallo sagt. Deswegen kommt auch gerne live vorbei auf www.twitch.tv/nu-live. Das soll ähnlich sein wie Little Nightmares. Ich habe auch ganz starke Alice Madness Returns Vibes, deswegen bin ich voll gehypt. Über einen Daumen nach oben würde ich mich freuen, ein Abo und einen Kommentar, falls ihr weitere Games empfehlt. Ich würde sagen, wir gehen rein, let's go und start. Neues Spiel. Yes. Bist du sicher? Ja, wir haben noch keinen Fortschritt. Oh, das sieht schon geil aus. Okay, ich habe mich schon verliebt. Ich liebe den Stil jetzt schon. Okay, that's nice. Ich mach mal lauter. Ja. Ich liebe den Style jetzt schon. Absolut abgeholt. Geil. Was für tolle Spiele man eigentlich nicht findet, nur weil man... Es gibt halt so viele, ne? Okay, da kann ich mich hinsetzen. Bin ich ein Insasse? Bin ich gefangen? Okay. Sheesh. Ach, sheesh. Ach, sheesh. Okay. Kann ich da dran hören? Soll ich das eigentlich mit Controller spielen oder kann ich auch springen? Wie sind denn eigentlich die Steuerungen? Tastatur. Gamepad, Tastatur. Nach links, rechts, nach oben. Wandgang. Oh. Rennen, Tarnung. Oh nein, wir haben eine Tarnung. Oh nein, was? Oh nein. Oh nein, Leute. Okay, ich kann also Wandgang machen. Das ist schon mal sehr interessant. Oh mein Gott. Okay. Sick. Okay, sick. Ich mache ein bisschen leiser für euch. Das ist sick. Okay, jetzt kann ich hier also auch einfach normal rumgehen und hier zurückgehen. Und dann kann ich hier den Schalter auch wieder drücken. Was passiert da? Ah, dann kann ich hier bestimmt hoch, oder? Oh yeah. Ey, das ist geil, das Game. Ey, das ist echt... I love it. Okay, das kann ich hier bestimmt mitnehmen. Zahnrad, neuer Gegenstand. Passt es jetzt vom Ton für euch? Okay, man weiß also wie bei den... Oh Gott! Okay. Man weiß halt ähnlich wie bei Little Nightmares nicht so wirklich, was passiert ist, ne? Also man kennt den Vordergrund nicht wirklich. Okay, da fehlen noch Zahnräder. Die muss ich noch finden. Kein Problem für mich. Gott, Hilfe. Mama. Ah, da ist ein Zahnrad. Das ist sehr gut. Das nehme ich direkt mit. Oh, oh. Jetzt komme ich nicht mehr zurück, ne? Das Spiel gibt mir jedes Mal das Gefühl, als würde ich irgendwas ganz Schlimmes falsch machen. Oh nein, jetzt gehen wir runter, ne? Oh Gott, das wird auch wieder... Oh Gott, es wird heute auch wieder... Es gibt hier auf jeden Fall auch Gegner. We all know it, my friends. Okay, was? Ja, ich hätte es gern. Ach so, ich muss dies verschieben. Ja, da bin ich natürlich gut drin, ne? Okay. Ah, okay, ich verstehe. Oh mein Gott, Leute. Oh Gott, Leute. Das kann jetzt ein bisschen dauern. Lehnen Sie sich zurück, haben Sie eine gute Nacht und fühlen Sie sich geliebt. Auch den Schlüssel, ne? Der Schlüssel muss da unten rein. Das kann doch gar nicht so schwer sein. Kann es denn nicht so schwer sein oder ist es tatsächlich so schwer? Ich möchte das einfach hier runter haben, aber ich kann das nicht drehen. Verdammt! Ah, so, ne? Ah, ja, ja. Nee, doch nicht. Was ist das Problem? Oder ich muss das wahrscheinlich irgendwie rüberschieben, ne? Kann das sein? Dass ich das hier einfach so ein bisschen... Hier, damit es hier Platz hat, hier rüber kann.
Dann kann das hier hin und dann kann das hier hoch. Ja, das wusste ich natürlich. Das ist doch alles voll easy, Mann. Okay, Schlüssel-Emblem. Und hier ist ein Schlüssel irgendwo runtergefallen. Ich habe es genau gesehen. Genau gehört. Oh Gott, wir können rennen. I don't like it. Ey, diese Geräusche sind so episch. So wie bei Matrix. Kann ich hier irgendwas deaktivieren? Oder muss hier der Schlüssel rein? Oder das Zahnrad? Damit das hier irgendwie aufgeht? Oh, oder? Ich muss hier, glaube ich, hoch, ne? Oder kann das sein? Ah. Look at this. Jetzt kann ich es nämlich einfach mitnehmen. Glaube ich. Kann ich jetzt hier runter? Ja, jetzt kann ich nämlich hier lang. Und kann das Zahnrad hier einfach hinzufügen. So, wir haben jetzt einen Schlüssel, Leute. Genau, wir spielen Dark. Vom Stil her wie Little Nightmares, da war ich sofort drin. Und wir suchen jetzt noch einen Weg, einen Schlüssel zu verwenden, weil hier geht's nicht weiter. Also hier kann ich nicht runter. So, kann ich irgendwie hoch? Nee. Hier vielleicht weiter? Ah, da geht's weiter. Oh, nice. Okay. Ich warte eigentlich ab dem Moment, ab dem eigentlich mal ein Gegner kommt. Okay, das sieht einfach schon mal nicht gut aus. Was ist das hier? Kann ich da einen Schlüssel einfügen? Nee. Oh, da brauche ich die zwei Zahnräder. Oder kacke. Da brauche ich die zwei Zahnräder, um das Große zu bekommen. Oder ich wette mit euch. Okay, geht nicht. Jo, geht nicht. Jo. Ich hab gesagt, es geht nicht! Da sind Stacheln dran. Okay, ich glaube, ich brauche die zwei Zahnräder, oder? Oder was anderes? That's a pretty good question, my friends. Stimmt es oder labere ich Pupu? Kann ich eigentlich auch in die Stacheln rennen? Nee, da hält er an. Da hat keiner Bock. Das Spiel heißt Dark mit Q. Wir holen es einfach mal. Ich habe so im Urin, dass es stimmt. So. Let's holy holy das. Oh nein. Oh mein Gott, nein. Was ist das? Oh nein, Gegner. Oh nein, Gegner. Oh nein, ich will nicht. Der ist hier runtergelaufen, oder? Ist es okay, darauf keine Lust zu haben? Oh je, kann ich mich irgendwie verteidigen? Ich glaube nicht, oder? I don't think so. Okay, auf jeden Fall haben wir es schon mal richtig, sonst wäre der nicht da gewesen. Wie gelangweilt ich da reinsteppe, einfach nur, okay. Wie ist ein Rätsel. Oh mein Gott, scheiße, ich hasse sowas. Oh Gott. Ich so gern Angst zu haben. Genug Question Mark. Nur ganz krass Question Marked. Wir drücken das nochmal. Ich glaube, dass die Tür tatsächlich zu sein muss, oder? Ich kann ja auch gar nichts machen. Ah, da kann ich was hinlegen. Ah, den Schlüssel. Ah. So, ich habe gerade nicht aufgepasst. Was ist jetzt passiert? So.
Genau, das kommt dann auf YouTube, Leute. Ich lese eure Kommentare übrigens. Der Knopf. Ah, der Knopf. Aha, wie kann man den nur übersehen? Ja, ja, ja. Der rote Knopf natürlich. Upp. Okay. Ah, und jetzt muss als nächstes das getroffen werden. Wie sorge ich denn dafür? Kann ich den hier rausholen? Ah, wahrscheinlich muss ich jetzt den Raum wieder drehen, damit hier das drauf bombt. Ah, okay. Ah, I understand. Okay, dann jetzt hier lang. Bomb. Und wieder zurück. Und nochmal zurück. So. Und dann hier lang. Yes, look at this. Und das letzte Zahnrad. Oh Gott, wir werden jetzt gleich gechased, oder? Ich weiß es. Ah, lasst mich alle in Ruhe. Ich weiß es jetzt. Ah! Oh Gott, das ist... Ich bin sehr laut. Sorry. Muss jetzt leise sein wahrscheinlich. Entschuldigung. Ich sehe nicht, man sieht nicht alle Tage Leuchten in Form von Frauen. Oh, das ist ja voll brutal. Oh, der hat ja richtig arm geschrien. Dies ist widerlich. Under pressure, Mann. Hören die eigentlich was? Hören die was? Wie soll ich denn da vorbeikommen, ey? Die hat schon die Waffe rausgeholt, weil sie mich gehört hat. Oh Gott! Was für ein Abfuck. Oh Gott, das war richtig knapp, ne? Ach du Scheiße. Nee, die... Ich kann nicht rennen. Oh Gott, bitte nicht. Das ist ja wirklich schrecklich. Boah, das wird richtiger Stress noch. Ich sehe es schon kommen, ey. Oh Gott, in was für einer ekligen Welt sind wir denn hier angekommen? Ey, aber die berühren sich doch gar nicht. Ah, mein Gott! Mann, ich pack das nicht. Ich hasse es jetzt schon. Ja, ich bin wieder daheim. Endlich. Kapitel 2. Es hat mir schon gereicht. Boah, ich will nicht schon wieder schlafen. Ich würde nie wieder schlafen gehen. Ne? Also, ich gucke mich jetzt erstmal in meiner Hood um. Hier kann ich nicht durch Wände laufen, oder? Ist ja voll gruselig hier. Kann ja jeder rein. Ich muss wieder schlafen. Mit Tür offen, obwohl dieses gruselige Ding hier auf ist. So wie es aussieht, spielst du jemand, der eine Astralreise macht, also wo der Geist sich vom Körper löst. Dann soll er damit aufhören! Das ist echt schrecklich.
Ich will hier gar nicht mehr lang. Das ist ja fürchterlich. Was passiert hier denn eigentlich? Okay. Jetzt bin ich in der U-Bahn. Oh Gott, das kann ja nur schrecklich werden. Oh Gott, ich bin so... Also ich bin ja jemand... Ich habe Angst vor U-Bahn. Ich wurde schon zweimal bedroht. Hatte Angst. Und ich finde auch einfach diese Atmosphäre so gruselig. Das ist jetzt gerade mein persönlicher Panik-Trigger hier. Was kann ich denn da machen? Ach, gar nichts. Genau, das hasse ich an Zügen. Ah, es ist so eklig. Ich geh jetzt erstmal hier lang. Der Sound ist richtig geil. Das Game ist geil, ey. Alte Uhr. Oh, damit kann ich wahrscheinlich die Zeit oder so anhalten, oder? Genau, schnell weg hier. Widerlich. Was kann ich mit der Uhr machen? Noch gar nichts. Weg vom Scheißzug! Oh, da ist ein Schlüssel. I got the key. Reicht noch nicht. Schaffe ich das? Ah nee, geht nicht, okay. Stimmt, so geht's ja auch noch lang, ne? So geht's ja auch noch lang. Also hier ist nichts. Hier kann ich nicht weiter. Oh Mann, Knu rafft's wieder nicht. So, hier kann ich auch noch lang. So, jetzt. Okay, jetzt kann ich nämlich hier nochmal drehen und kann da nochmal lang gehen. Davor gucke ich aber, ob hier noch irgendwas ist. Ob ich hier noch irgendwas finde. Das ist genau die Art von Game, die ich liebe, Leute. Ein Streichhölzi. Juli hat Streichhölzi. Geht's von den Soundeffekten mit euch? Für euch? Mit euch? Bei euch? Streichhölzlis. Was, wenn ich das jetzt drück? Kann ich da auch runter, ne? Okay, ich war nur neugierig. Mach das mal hoch. Okay, ich glaube, es kommt gleich wieder irgendein Schwein. Ah! Nein, ich wusste es. Oh yeah, oh wie süß! Buchstabe. T. Oh, die Uhr dahin gelegt. Oh, Liab. Meisches Liab. Oh. Endlich ist Ruhe hier, Mann. Ich hasse Züge. Ich hasse es, wenn Züge vorbeifahren. Da kriege ich richtig Panik. So, rein mit dir. Hey, das Spiel macht richtig Spaß, wirklich. Ah, jetzt bin ich wieder daheim. Ich bin wieder daheim. Oh, das Board ist outdoor. Guck mal, da kann ich in die eigene Welt hineingange. So ein bisschen wie Silent Hill The Rooms, ne? Irgendwann kommen die Geister bestimmt auch zu mir.
Da ist ein Arm. Dich nehme ich mit. Genau. Wenn ihr mal irgendwo eine abgetrennte Hand seht, die sich noch bewegt, nehmt die einfach mit. Um Gottes Willen, ist das ekelhaft. Aber es ist so kreativ, dass es wieder geil ist. Wie konnte mir dieses Spiel nicht, wie konnte ich dieses Spiel noch nicht merken? So. Oh, geil. Ey, das ist so geil. Sorry, ich muss es so oft sagen. Wir gehen jetzt erstmal hier lang. Es gefällt mir so sehr. Ich liebe es. Müssen wir irgendwas elektroschocken hier, ne? Okay. Wir gucken mal, ob wir irgendwo Händchen, das eiskalte Händchen finden. Ich glaube, in der anderen Richtung war nichts. Ist eine Tanke? Ne, okay. Okay, dann müssen wir also einmal dieses Ding hier drehen. Let's go, jump it. Wir gehen in die Richtung. So, let's go. Dann gehen wir da lang. So. 1, 2, 3, 4. Oh Gott, wie soll ich denn das schaffen? Oh, fragt mich. Scheiße, ich näher mich. Nein, ich näher mich. Kacke. Kannst du nicht einfach drüber springen, Kerle? Also, das ist eins. Das macht es auf. Verdammte Scheiße. Ah, jetzt, ja! Ja! Oh nein, nein, nein! Nein! Was mache ich denn jetzt? Übrigens, Leute, alles, was hier in diesem Stream Witziges passiert. Klippen, 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 klippen. Ich brauche denn seine Hand, kann es sein? Guck mal, wie arm ich schau. Wie arm ich guck. Das hier ist mein Freund und der Zombie bin ich, wenn ich früh ungeschminkt auf ihn zukomme. Oh mein Gott. So. Das war das Horror-Szenario. Wenn Knu früh snusen will, ungeschminkt, mein Freund einfach nur so, oh nein, bitte nicht. Also, ich glaube, der kann mich hören. Oh, da kann ich irgendwas machen. Oh mein Gott. Oh, wie arm. Oh, wie arm. Oh nein. Das ist so traurig. Ich bin traurig. Oh, ich bin so traurig, wie arm ich da lauf. Klippt ihr auch schön, Leute. Immer alles klippen, was lustig ist. Auch meine Mods, wäre ganz wichtig. Okay, das wieder ein Arm, den brauchen wir. Oh yeah. Oh ja, komm her, du geiles Stück. Ja, komm her. Abgetrennte Hand. Kann ich... Ach, guck mal, hier ist irgendwas... Oh nein, ich muss hier nochmal her, ne? Brauche hier irgendwas, um dieses Ding hier zu öffnen. Merkt euch das bitte, weil wir müssen hier nochmal her. Okay. So. Ich trau mich nicht. Wie weit kommt der her? Okay, das war's. Ich komm mit. Das Unterhösle hängt aber auch ganz schön an dir dran, gell?
Muss mal ein bisschen mehr Y-Food konsumiere. Und rein. Ich habe alles im Griff. Weg mit dir! Okay, die Lilith, wie ich da raus sneake, ich bin so traurig und arm. Okay. Back here! So, den stecke ich da jetzt erstmal ran, den Arm. Ja, rein da mit dir. Push the button. Don't push the button. So, da waren wir gerade. Wir gehen jetzt hier lang. Warte mal. Gibt's hier auch noch was? Haben wir gar nicht geschaut. Verdammt, hier ist auch noch was. Nein, warte auf mich. Was hat das zu bedeuten? Ich check's nicht. Oh, was ist das hier alles? Also hier geht's nicht weiter, okay. Ich check das nicht. Was hat das zu bedeuten? Werden wir vielleicht später noch erfahren. Gucken wir erstmal, ob es hier nochmal was gibt. Vielleicht war das relevant dafür, ne? Weil das dann wahrscheinlich runterkommt. Also das brauchen wir auf jeden Fall noch, dieses Shoot. Wir sind in der 6, 7... 7 und 6? Das ändert sich die ganze Zeit. 6-7 Avenue. Okay. Ich habe keine Angst. Autobatterie? Oh. Aber wofür? Die Autobatterie brauche ich für irgendwas. Ah, vielleicht wird es da hinten. Ah, oder mache ich das dann hier? Gegenüber vom Auto war was? Oh, sorry. Was? Gegenüber vom Auto? Nö. Nö. So, hier waren wir noch nicht. Genau, und hier sehe ich den Fahrstuhl von vorne. Ah, da muss ich jetzt wahrscheinlich ganz schnell drehen und dann hierher kommen, ne? Okay, ich muss jetzt drehen und dann zurückrennen und merken, dass ich ganz falsch bin. Okay, ich verstehe. Glaube ich. Hier muss ich drehen. Wir gucken gleich wegen dem Auto. Ich will nur kurz gucken, ob das funktioniert. Verdammt, ich bin so dumm. Nein, 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 oh nein. Ganz knapp. Scheiße. Nochmal. Nochmal. Wir machen das Auto gleich. Ich will jetzt erstmal das machen. Darf ja wohl nicht wahr sein. Autoschlüssel, yes. So, das meinte hier. Jetzt habe ich noch den Autoschlüssel, jetzt kann ich das öffnen. So, was ist da drin? Ein Kurbel. Eine Kurbel brauche ich. Wofür brauche ich die Kurbel? Ich weiß es nicht. Wahrscheinlich für dieses komische Ding da, oder? Was ich da gesehen habe. Hier kann ich nichts mehr. Wahrscheinlich muss ich zurück zu dieser großen Scheibe, oder? Kann das sein? Ich glaube schon. Ja, ich glaube auch bei der Tür von einem Untoten, ne?
Okay, lass mal gehen, Leute. Wir schaffen das. Hab keine Angst, ich will dir gar nichts tun. Ich will nur in meine Höhle rein. Ah! Das ist so schrecklich, wirklich. Das ist so schrecklich. Geh weg! Oh Gott. Run, Boy, run. Oh, das ist tatsächlich eine Kurbel, ne? Geil, Kurbel. Finden wir hier vielleicht... Oh, eine Uhr. Ein Uhrzeiger. Wofür ist der denn bitte? Okay, sehr gut. Wir haben den Uhrzeiger, Leute. Der macht den Elefant. Zelda, ja, da ist schon einige Teile durchgespielt, auch auf meinem Zweitkanal. Ich liebe es sehr. So arm, wie ich da rein sneake, Mann. So traurig. So, ich muss hier irgendwas rösten. Vielleicht, ich muss der Batterie Strom geben wahrscheinlich, oder? Boah, mach doch nicht so einen Aufriss hier. Ich habe keine Ahnung, was hier gerade passiert. Boah, jetzt muss ich es rückwärts machen, ne? Oh, es ist gemein. Jetzt muss ich das umdrehen hier. Oh, wie mies. Wie mies. Oh, scheiße, falsch. Mies. Mies. Oh Gott, Hilfe. Er ist ein Arm, Mann. Oh Gott. So, let's go. Yes, Leute, der nächste Arm. Ran da mit dir. So, jetzt brauchen wir noch eine Verwendung für den Zeiger. Weiß jemand, wo der hin muss? Der Zeiger, der Uhrzeiger muss irgendwo hin. Wahrscheinlich irgendwo, wo ich bis jetzt nicht hinkomme. Weil ich irgendwas nicht finde. Hier geht's nicht lang. Besser arm dran als arm dran, ne? Hier war ich. Ah, nee, hier ist doch jetzt was Neues. Okay, da geht noch nichts an den... Ja, auch nicht. Ach, da muss wahrscheinlich der Zeiger ran, ne? Hm, da schau her. Oh Gott. Ah, da muss ich gucken, ob sich's dann dreht, ne? Funktioniert doch, oder nicht? Was ist das Problem? Ah, die müssen da rein, ne? Ich muss da irgendwie ran. Ah, okay, 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 okay. Ich glaube, ich habe es verstanden oder auch nicht. So. Das möchte aber. Man möchte aber, dass der hier hochkommt, ne? Jetzt kann der nicht hier seitlich gehen. Jetzt aber, oder? Verdammt!
Verdammt! Okay, Piper, dann ist ja okay. Aber dann sag das nicht immer so, weil ich versuche ja immer auf alle zu antworten und ich finde das immer so gemein, wenn Leute das sagen. Ich gebe mir ja Mühe. Kann ich jetzt... Wieso kann ich jetzt nicht nach oben, Mann? Willst du mich verarschen? Ich schaff das jetzt. Ah! Oh, jetzt hab ich's. Ich hab's. Ja! Ja! Oh, oh, die Kamera wird so komisch gezeigt. Kommt jetzt ein Gegner? Lass mich in Ruhe! Ran da mit dir! Ich habe kein gutes Gefühl bei dieser Sache, in diese Höhle zu gehen. Oh, ich glaube, ich komme wieder bei meiner Heimat raus. Yes! Der Untote darf seinen Namen behalten, ja. Ich dachte gerade, da brät was drin, ey. Kapitel 4. Yes, Mann. Let's go. Gucken, ob sich hier auch irgendwas ändert. Oh. Oh, hört ihr das? Da atmet jemand ganz schnell. Hier ist jetzt Licht aus. Man sollte also öfter... Wählt mich nach jedem Kapitel, die Wohnung abzusuchen. Danke, Love, für den Prank. Alle weiteren Subs werde ich nachher vorlesen. Okay, das Erste, was man macht, wenn man frisch ankommt, man reißt irgendwelche Dinge aus der Wand und macht den Strom aus. Ah, kann ich gar nicht, okay. Ich liebe das Spiel jetzt schon. Oh Gott. Nein, ich hasse... Ich sag nie wieder das. Ich liebe es gar nicht. Bitte mach jetzt den Strom aus. Oh mein Gott. Kann mich nicht entscheiden. Ah, wahrscheinlich ist es dann... Was passiert, wenn ich das drücke? Gar nichts. Okay, let's go. Ah, da muss ich das wahrscheinlich anmachen. Okay. Moment. Das ist so geil. So fresh. So fresh and so clean, clean. Oh, oh. Ich hasse so Schaltsysteme. Oh, oh. Oh, oh. Wir werden jetzt zermatscht, oder? Oh Gott, wir werden jetzt zermatscht. Oh Gott. Oh. Da muss eine Scheibe hin, seht ihr? Aber die habe ich nicht. Ah, okay, ich verstehe. Das muss dann quasi... Hier sind wir noch nicht richtig. Kann ich die hier unten eigentlich rausreißen? Nee, kann ich nicht. Herrli. Die Alerts sind leider aus, Mensch. Kann ich hier was spielen? Ah, stimmt, ich kann ja auch Wände hochgehen, ich Dummkopf. Oh Mann. Ich bin so eine hohle Frucht. Aber egal. Hohle Frucht hin oder her, die hohle Frucht hat eine Idee. So. Gibt es öfter, dass ich vergesse, was ich so an Fähigkeiten habe. Also auch wenn ich früh aufstehe, merke ich so, oh, ich kann ja eigentlich gehen. Ganz vergessen. Achso, das geht gar nicht an. Guck mal, was hier so ist. Oh, ein Scheibchen. Auch ein Scheibchen. Mhm. Mhm, mhm, mhm. Okay, es muss ja irgendwas zu bedeuten haben hier. Aber hier komme ich da nicht weiter, ne? Wenn ich das hier so drücke, komme ich hier nicht weg. Was auch immer das sollte, wir merken es uns. Ich gehe mal weiter.
Oh, da ist ja was, ein Schalter. Oh Gott, Hilfe. Okay, der passt ja, der ist ja an. Muss ich dann das machen? Ich brauche doch eigentlich so ein Scheibchen, ne? Jetzt ist ja der Strom an. Ich weiß gerade nicht so recht, wo ich hin muss. Bin gerade so ein bisschen. Da fehlt mir eine Scheibe. Wieso kriege ich die Scheibe nicht? Kann ich die Scheibe nicht einfach rausreißen? Weiß das jemand? Ich hätte gern die Scheibe. Oder kann ich hier einfach eine rausrupfen? Ich glaube, dass ich die eine Scheibe hier an der Seite hätte rausrupfen können, oder? Also am Anfang komme ich leider nicht mehr, weil das hier zu ist. Muss ich da vielleicht... Ah, da muss ich den anmachen, den Stromkasten, ne? Aber der geht nicht an. Der geht nicht an. Der geht nicht an und da geht die Tür nicht auf. Und hier komme ich nicht hin. Hier komme ich nicht zurück. Das habe ich verkackt. Das heißt, der einzige logische Weg ist der hier. Weil da ist jetzt die Tür auf. Das heißt, wir haben hier irgendwas. Irgendwas haben wir hier übersehen. Das ist, wenn ich den hier jetzt weiter nach unten leite. Oh, da passiert ja was. Was ist damit jetzt auf sich? Ah. I got the key. Ach kack, jetzt geht der Strom hier nicht. Aber was soll denn das bringen? Question mark news in the hood. Ah, jetzt kann ich die Lampe holen. Okay, ich habe eine Glühbirne. Glühbirns! Ich habe eine Glühbirns. So, jetzt machen wir das nochmal so. Das brauche ich nicht. Und mal gucken, was jetzt hier passiert. So, und dann kann ich den Strom vielleicht auch mal so weiter. Nee. Ich habe eine Glühbirns. Ich glaube, damit kann ich jetzt schon irgendwas Tolles machen. Ich glaube, dass ich mit der Glühbums, nämlich jetzt hier oben, das fehlende Stückchen einsetzen kann. Oder? Hab ich recht? Ja, kann ich die Glühbums einsetzen. Nein, ich kann die Glühbums nicht einsetzen! Was ist denn das Problem? Wieso finde ich das hier denn alles nicht? Wofür ist denn die Glühbums? Da in dem Raum das erste Rad drehen, dann geht der Strom in den Hauptraum. Genau, das habe ich jetzt gemacht. Oder muss ich doch nochmal hier hin? Passiert, wenn ich das so mache. Hm,
Da, wo die zwei Scheiben waren, die erste drehen. Okay, wir machen das nochmal. So. Hier sind die zwei Scheibchen. Und die drehe ich jetzt einmal. So. So. Kann ich nicht an die Decke, nee. Undead, danke schön. Das hast du schon gemacht. Okay, und jetzt? So, der Kreislauf geht ja nach draußen jetzt, ne? So. Okay. Und hier kann ich ja nicht hoch. Und hier kann ich auch nur jetzt nach oben. Da ist ja die Lampe her. Und jetzt gegenüber die Wandseite hoch, oder wie? Oder hier? Ah, hier, oder? Da war ich ja auch noch gar nicht, ne? Oh Gott, ich bin so eine Pflaume. Oh mein Gott, ich habe einfach eine Schlange mitgenommen. Oh mein Gott. Also ich habe jetzt eine Schlange für... Ah, die Schlange kann ich bestimmt verwenden als Verbindung, oder? Das wäre aber pervers. Ist es wirklich so? Oh Gott, echt? Jetzt kann ich die Schlange als Kabel verwenden? Ja! Oh nein, echt jetzt? Oh nein. Das ist aber pervers. Verdammt. Oh, verdammt. Oh nein. 3, 2, 1. Oh, die Arme. Oh. Maske. Neuer Gegenstand gefunden. Was kann ich mit der Maske machen? Kann ich hier jetzt ein Theater spielen? Die arme Shell! Glühbirne und Maske habe ich noch. Was kann ich damit noch machen? Mir fällt gerade nichts ein. Die Schlange wurde gegrillt. Unin! Genau, der Strom geht jetzt. Ach, theoretisch müsste der jetzt gehen, ne? Nö, geht immer noch nicht. Wollen die mich verarschen? Oder geht der jetzt hier irgendwie? Ah, und jetzt, oder? Oder geht der jetzt oben? Nee. So, jetzt? Eine Zitterschar. Ah, jetzt ist offen. Okay, Lucky Lucky. Maske, 100 Pro. Oh Gott, was passiert jetzt? Oh nein. Ach du Scheiße. Ich weiß nicht.
Oh mein Gott, ich darf jetzt, glaube ich, nichts Falsches machen, sonst drehen die durch, oder? Oh Gott, die werden mich jetzt gleich richtig rippen, oder? Was sag ich, wenn ich die Maske ausziehe? Warum hast du eine Maske an? Warum liegt hier Stroh? Ich will es nicht wissen, hau ab! Yeah! Leute, wir haben heute einen treuen Kadetten verloren, einen Schar. Oh, warte mal, bevor ich da lang gehe, will ich nochmal hier die vordere lang gehen. Da gibt es bestimmt ein Easter Egg. Da kann ich nicht lang. Oh Mann. Yeah! Und wieder zurück. Oh, das muss voll der Albtraum sein. Ich wette mit euch, irgendwann liegt was in meiner Wanne. Mein Chat weiß sofort, was ist mit warum liegt hier eine Maske. Das ist mal wieder typisch für euch. Okay. Oh, ich kann auch springen. Na, da schau an. Ist da drin? Isolierband. Okay, ist ein Restaurant. Oh nein. Oh, ist ein Zug. Oh, ist ein Zug. Geil, wir sind in den Zug. Wie cool ist das denn? Oh Gott, Hilfe. Okay. Ah, okay, so bin ich hier rübergekommen. Sehr nice. Nein. Nein, nein, nein. Nein. Bitte nicht, ich hasse sowas. Ich höre es doch ganz genau. Ich gehe erstmal alles ab, bevor ich diese Dinger hier alle switche. Oh Gott, ich höre die hier ganz genau rumlaufen, ne? Kann ich auch nicht machen. Okay. Also, wir müssen drehen. I got the key. Na, 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 na. Ab in die Bar. Okay. Architektenplatte, okay. Das ist so gruselig. Vor allem die Dinger, die kriechen doch hier in der Decke immer rum, oder nicht? Ich habe einen Wandschrank. Da war doch der Wandschrank, oder? Pop. Ein Korkenzieher. Pop. Okay, jetzt kann ich damit irgendwas öffnen vielleicht schon mal. Okay, nee. Das ist cool gemacht, wirklich. So ein geiles Game. So, dann muss da noch irgendwas zu öffnen sein, oder? Oh Gott. Okay, dann muss ich doch nochmal nach vorne düsen.
Gute Nacht an alle, die schlafen gehen. Oh, da ist noch was. Das hatte ich vorhin schon, ne? Gehen's mal normal weiter. Zack. Hier kann ich irgendwas burnen. Korkenzieher geht alles nicht. Kann ich nicht burnen. Hier, Korkenzieher. Das? Ah, die Platte. Okay, let's go. Oh, da fehlt noch ein Schar. Oh nein, wir müssen wieder eine Schlange oder das Band. Ah, oh genau, das ist immer eine gute Idee, wenn irgendwo Strom drauf ist, dann es anzufassen. Bitte nicht machen. Oh je. Oh je. Oh je. Habe ich schon oh je gesagt? Ah. Yes. Way. So, was ist da drin? Spielzeugklavier. Oh nein, bestimmt um die Arschlöcher abzulenken, oder? Hä? Oh Gott, muss ich das irgendwie leiten? Oh Gott, echt? Das sollte man auch nie machen. Was hat das jetzt gebracht? Außer, dass ich vielleicht geröstet bin? Ach so, und dann muss ich da hochlaufen, damit es weitergeht. Ah. Oh, das ist so pervers. Okay. Oh Gott. Zitter nicht! Warum zitterst du? Scheiße, noch eins hoch, oder? Oh ja. Wo ist er? Oh Gott, wie lang geht denn das? Oh mein Gott. Ah, okay, ja klar. Eigentlich muss man nur gucken, ne? Ich hole Nuss. Okay, let's go. So, wo geht's jetzt lang? Oh, oh! Hui! Oh! Hui! Scheiße! Nein! Nein! Und dann muss ich nämlich hier ran und dann muss ich da hin, oder? Oh nee, wo muss ich dann hin am Ende? Hä, ist doch auf, oder? Oh nee, warum kann ich mich hier verstecken? Okay. Ich sollte nicht immer so dumm fragen. Klippen, klippen. Entschuldigung. Herzinfarkt, Mann, es tut mir leid. Aber der kommt ja gar nicht hierher. Muss ich den herlocken vielleicht? Oh Gott. Ist auch ein geiles Versteck, oder?
Kohle. Kohle für Ofen. Da müssen wir eh nie wieder hin. So, geil. Okay, let's go. Warum ist eigentlich die Tür offen? Habe ich es mit dem Strom geschafft, oder? Eigentlich ja nicht, oder? Habe ich es mit dem Strom geschafft? Ich glaube nicht. Hab's nicht geschafft, oder? Mit dem Strom. Egal, Hauptsache wir verstehen jetzt, wie es geht. Lagette, la Spaghetti, oh mein Cocking, viel Mignon, luli, 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 luli. Ich brauche noch irgendwie Feuer oder sowas. Feu, feu. Juli braucht Feu, feu. Oh, oh. Was hat das jetzt gebracht? Ich stelle keine dummen Fragen mehr. Oh mein Gott. Hallo? Hallo? Ich glaube, ich kriege jetzt so eine Pickaxe, oder? Hallo? Oh Gott. Es ist die Dynamite Lady und sie hat einen Sport-BH an und Dynamit. Oh Gott, bitte. Oh mein Gott, es ist widerlich, wie sie nach mir schnuppert. Warte mal. Oh, guck mal, da wird sie ganz wild. Wow! Muss ich mich vielleicht ankriechen oder was? Der Duft war zu gut, die wollte zu viel. Ja, ich bin es gewohnt, dass Frauen in Unterwäsche mich direkt bespringen, sobald ich einen fahren lasse. Okay, wie komme ich an das Dynamite? Brauche ich Alkohol oder sowas? Das ist wirklich widerlich. Okay, ich bin noch nicht bereit für den Shit. Ich brauche irgendwas für die. Ich brauche was für die. Alkohol vielleicht? Aber was steht die denn? Es muss irgendwas sein, was mehr stinkt als ich. Das gibt's eigentlich gar nicht, oder? Baguette, la Spaghetti. Ich brauche Baguette. Ich brauche irgendwas, was die mag. Was mögen denn reife Frauen? Ole Colonia oder was? Kann ich da runter? Ne. Küss ne pinken Piss. Ne pinken Piss. Oder muss ich ihr den anderen Zombie-Man bringen, damit die irgendwie... Oh, vielleicht kann ich ihr den anderen Zombie-Man bringen, oder? Kann es sein, dass ich so ein bisschen gehobenes Altersnusnu irgendwie machen muss? Gehobenes Altersnusnu? Kann es sein, dass da so ein bisschen Party gehen muss? Bei den süßen Mäuschen. Ich weiß, das stellen wir uns jetzt alle nicht gern vor, aber wir müssen jetzt einfach stark sein. So, da gehen wir nochmal rein. Genau, bei der Kohle kann ich was machen, aber ich habe kein Item mehr. That's the problem. Vielleicht muss ich hier den bringen, weißt du? Kann das sein? So ein Happa-Happa. Da oben ist doch ein Haken. Kann ich da... Ah, oh, das war ganz dumm. Kann ich mit dem Haken irgendwas machen?
Nee, ich kann hier nichts mehr finden, ne? Weiß jemand, was ich noch machen muss? Das Dynamit an, das komme ich ja nicht. Dazu muss ich ja die Dame ablenken mit irgendwas hauten. Mit der Kohle kann ich nicht. Da fehlt noch irgendwas. Das heißt, mir fehlt ein Gegenstand, um weiterzukommen. Also hier kann man erstmal nichts machen. Hinschleichen geht auch nicht und wegrennen. Nee, da stoppt nämlich dann die Animation. Da geht nix. Gibt's hier noch irgendwas? Nö. Hier? Did someone know? Weiß es jemand von euch? Ich bin gerade ein bisschen ratlos. Mit dem Strom, das bringt nichts. Dazu muss ich die Tür leider erst mit irgendwas öffnen. Und ich habe jetzt auch keinen Gegenstand mehr. Nee, das Problem ist, die wird aktiv, sobald ich in der Nähe bin. Also langsam geht nicht. Die triggert ab einem Punkt. Wir müssen die mit irgendwas ablenken. Hier muss ich noch irgendwas machen, aber ich habe halt nichts mehr. Wisst ihr? Ich habe nichts mehr, mit dem ich was machen könnte. Oder kann ich vielleicht von der anderen Seite rein? Nee, es geht nur die, ne? Oder kann ich den Raum vielleicht so drehen, dass ich von der Seite rein kann? Oder ist hier irgendein Schalter? Also egal, wie ich mich schleiche, die wird aktiv, sobald ich da bin. Das heißt, bringt nichts. Muss irgendwas, ich brauche noch irgendeinen Gegenstand. Das bringt nichts, wenn ich mich ranschleiche und die dann stoppt. Das macht die trotzdem. Ich kann es euch mal zeigen. Ich schleiche mich jetzt ran. So, und jetzt riecht die einfach 100. Die wird immer aggressiver, umso näher ich komme. Das heißt, es bringt schon mal nichts. Oder doch nicht? Hattet ihr doch recht? Oh, ihr hattet recht. Ich war einfach nur zu schnell. Ich war einfach nur zu schnell. Die zu. Okay, ich habe die einfach nur zu aggressiv behandelt, die gutste Dame. Das tut mir aber sehr, sehr leid. Okay. Ich habe sie einfach nur getriggert. Ihr hattet recht, ich hatte recht. Tut mir leid, tut mir leid. Oh Gott, ist die eklig. So gruselig einfach nur. Okay. Dann können wir nämlich jetzt das hier aufsprengen. Sprengen! Sprengen! Ich glaube, das bringt wahrscheinlich nichts. Ich muss jetzt die Tür aufsprengen. Erstmal, um dann den Strom machen zu können. Lagette, la Spaghetti, Omi Crocking, Film Mignon, la. So, wie komme ich da nochmal hin? Nur hat es schon wieder vergessen. Lalalalalala. Da. Ah, okay. Now I see things. Das explodiert dann durch den Strom. Oh ja, meine Freunde. Gnu hat den Trick. Ich zeig's euch gewiss. Los geht's mit dem Stromi. So. Das Spiel heißt Dark mit Q. Cause this is thrilling, thrilling night. Lal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 
So, jetzt aber zackig hier. Einmal hoch. Nochmal hoch. Da lang. Runter. Und. Oh, ich habe eins vergessen, oder? Oh nein. Oh, Gru war zu voreilig. So. Wie viele Stromschläge muss ich eigentlich noch überleben, ey, ich armer Typ. Und zack. Und weiter. Und zack. So, wo geht das nächste jetzt nochmal hin? Nach oben, ne? Geht jetzt dahin. Das heißt, ich muss einfach mal hier hin lenken. Und dann hier das zuhalten. Oh Gott, schneller! Oh, ist aber ganz schön knapp getimed, ne? Ich hoffe, ich sterbe jetzt nicht. Yes, Mann, endlich! Finally! Finally! Geil, endlich, Mann! Spaghetti, la Spaghetti. Da fehlt eine Kugel. Oder? Wo soll ich die jetzt herkriegen? I need a Kugel. I need a hero. I'm coming up from the hero and return of the night. Okay, ich brauche eine Kugel und ich glaube, die Kugel kriege ich, wenn ich diese Asche betätige. Also wenn ich diesen Ofen betätige. Oder kann ich hier einfach hochgehen? Nee, ich kann hier nicht hochgehen, die Wände. Das geht nicht. Ich komme ja auch nicht mehr raus. Hallo? Ich bin gefangen. Hä? Die Kugel ist doch gar nicht da. Ach so, jetzt vielleicht, ne? Nö, die Kugel ist ja gar nicht da. Und ich komme auch nicht mehr zurück. Es ist ein Bug. So. Oh nein. Oh nein. Jetzt habe ich Zeitdruck. Oh nein, die kommt angefahren. Die Scheiße. Oh Gott, Hilfe. Und ich sehe es auch gar. Oh mein Gott, wie dumm ist das denn? Das ist ja schrecklich. Holy shit. Oh Gott, Hilfe. Ich bin am Arsch. Oh Gott, ich bin so am Arsch. Oh Gott, ich bin tot. Es ist gemein. Ist das gemein. Okay, lass mal gucken. Also ich muss eigentlich jetzt nur da rein, dann da lang. Ah, da geht's ja gar nicht lang. Okay, ich muss dann... Oh, das ist scheiße. Oh Gott, das ist scheiße. Oh Gott, Hilfe, es ist so scheiße.
Oh Gott, ich hab's ganz knapp geschafft. Oh. 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 Oh ja, Feuerzeug. Wie gemein war das denn? Oh mein Gott, das war aber cool gemacht. Das ist echt sadistisch gewesen. Jetzt weiß ich, was ihr meintet. Ein paar meinten, jetzt wird's gleich sadistisch. Das war echt sadistisch. Das war abartig. So, Feuerzeug. Let's go. Voll, voll. Ja, ich kann raus hier, oder? Ja. Raus aus der Hölle. Oder, oh scheiße, es geht weiter runter. La Gette, la Spaghetti, oh mein Cooking, viel mignon. Da 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 da. Okay. Wir sind wieder in unserer Hut. Okay. Wir gehen mal hier und gucken, was hier so abgeht. Nix. Ah, das Spiel ist geil, oder? Das macht voll Bock. Okay, nächster Fiebertraum. Willkommen im Fiebertraum. Das ist absoluter Fiebertraum, oder? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Okay, sie ist jetzt da. Sie ist jetzt in unseren Dreams. Sie hat es geschafft, in die echte Welt zu kommen. Das ist nicht gut. Dann, oh, sie sind im Krankenhaus. Geil. Nein, nicht geil. Ja, so Füße habe ich eigentlich auch, weil eigentlich kann ich gar nicht Auto fahren. Das machen alles die für mich. Also der Aufzug geht nicht, ne? Nee. Das ist also das Ziel. Gehen wir jetzt hier lang. Ey, das Spiel ist so geil. Ich fühle es so sehr. Es macht so Spaß. Es macht auch so Spaß mit euch, Leute. Oh nein, da ist wieder die Psycho-Oma. Wir laufen erstmal durch. Ich will erstmal gucken, was es so gibt. Da ist wieder dieses Kind. Kann es sein, dass das Kind eigentlich gar nicht böse ist und wir das einfach nur finden müssen? Ich glaube, dass das Kind tatsächlich auch vor etwas wegrennt. Das Kind hat Angst. So, das kann ich oben hinpacken. Das ist ein Rätsel, oder? Das kann ich nur nicht machen. Okay, das heißt, wir gehen hoch und tun da das Brett hin. Brett. Nee, nein. Holzbrett, hier. Hopp! Das Kies stinkt. Kies stinkt sogar extrem, ja. Okay, lass mich erstmal hier gucken, was wir hier machen. Oh, ich glaube, da kann irgendwas rauskommen, oder? Oh, wir haben hier einen Kompass. Sehr schön. Da können wir auch lang. Der passt doch da zu 100% rein. Oh, ein Magnet. Sehr gut, den brauchen wir auf jeden Fall. Den Magneti. Okay, können wir noch nichts machen. Ich muss erstmal mal alles abholen, um zu checken. Ey, das sind so viele Räumlichkeiten. Oh, scheiße. Der hat hinten ein Gesicht. Boah, ist der groß. That's what she said. Ein geheimes Objekt gefunden. Oh, ein erstes. Wir sind in Kapitel 6 und das ist mein erstes, was ich gefunden habe. Das ist ja peinlich. Wenn mein Schatten nicht sieht. Alter, ich würde so durchdrehen. Ist der eklig.
Okay, kann ich wirklich noch nichts machen. Ich will hier weg. Kann ich auch nach vorne? Ne, okay. Ekelhaft. Lagette, la Spaghetti, um ihn Crocking, viel Mignon. Knuli hat einen Ohrwurm und das nervt die Knulis ja. Oh so. Aber wir gehen da jetzt rein. Ach du Scheiße, was ist denn das? Reg dich nicht auf, Brudi. Willst du mir den Marsch blasen? Das kannst du gern machen, mein Freund. Okay, verstehe. Wisst ihr, wie ich mich eigentlich auch... Ich kann mich auch forttransportieren auf diesem Stuhl, ohne was zu machen. Guckt. Das kann aber nur ich. Klippen. Klippen, klippen, klippen. Wie er Luft holt. Der kleine Racker. So geile Geräusche einfach nur. Ah, da geht es rein, okay. Ah, okay. Nee, nee, rein damit. Ach, das muss aussehen wie der Schlüssel, oder? Oder nicht? Hat sich doch etwas getan, oder nicht? Habt ihr das gehört? Das hat doch gemacht. Oder? Habt ihr es gehört? Das ist doch jetzt ein neuer Gegenstand. Wahrscheinlich ist es jetzt... Ach, jetzt hat der Schlüssel sich verändert, ne? Der muss vorne reinpassen. War das jetzt richtig? Das war der Rollstuhl, scheiße. Ja, scheiße, es war der Rollstuhl. Oh Mann, warte nochmal. Aber wie muss ich den jetzt anrichten? Woher weiß ich das? Kann es sein, dass ich es noch gar nicht weiß? Weil ich verändere damit ja irgendwie den Schlüssel, oder? Okay, ich brauche das ja später. Okay, ich nehme es mal mit. Ich glaube, ich muss da noch was sehen. Sonst geht das nicht. So ein Scheiß. Wie der sich da abschuftet, ey. Baguette, la Spaghetti, um den Cooking, viel Mignon. So, komm runter, du Schwein. Da bläst sich immer durch die Gegend, du. Weil was für ein langweiliges Leben, sich da die ganze Zeit durchzupusten. Sad, sad life. Vor allem ab wann? Ab wann sieht er mich, ist die Frage so ein bisschen.
Jetzt hat er mich, glaube ich, bemerkt. Too close. Gibt es hier sonst noch irgendeine Richtung, die ich irgendwie eingehen kann? Hier war ich auch noch nicht. Oh doch, hier war ich schon. Dann drehen wir nochmal weiter. Hier war ich noch nicht. Irgendwo war ich noch nicht. Da kann ich den Raum zumachen. Das ist ja wurscht. Den machen wir trotzdem mal auf. Und da kann ich dann wahrscheinlich auch rein, oder? Ah, hier komme ich hier lang. Aber das war der von gerade, oder? Komisch, komisch. Es gehen nur die zwei. Ach so, das sind gar nicht drei Räume, die sich da verändern. Hier. Also der Raum bleibt einfach durchgängig gleich. Es ist nur der hier in der Mitte. Ah, verstehe. Ich will den so lassen. Muss wahrscheinlich eh gleich rein. So, da muss ich hin. Ah, so muss ich den jetzt machen, ne? Das heißt, beide nach oben und links und rechts die Außen. Und dann kann ich den da reinstopfen. So, so. Machen wir jetzt erstmal das. Lustig. Hä? Warum geht es nicht auf? Ach, der muss da wahrscheinlich hier seitlich rein, oder? Oder? Oder muss ich das in einer bestimmten Reihenfolge machen? Ach so, ich verstehe. Ah. Oh je, okay, I understand. Okay. Das wird jetzt aber blöd, ne? Okay, hab's verstanden. Oh nein, ich bin so dumm. Okay. Oh nein! Okay, jetzt. Oh! Stress, Stress, Stress. Hello? Ein Schräuble geholt. Ah, super. Nachdem wir hier alles schön zerstören. Was bringt das hier? Ah, okay, da kann ich die Tür öffnen. Das ist jetzt alles am Arsch. So, und hier muss ich den Schlüssel jetzt auch nochmal richtig umdrehen, ne? Oben, beide oben, links, rechts. Das mache ich jetzt. Und dann komme ich zurück. Nachdem wir Blasi erstmal jetzt gesehen haben. Komm schon, Blasi. Schwere Geburt. Ab wann wird er eigentlich aggressiv? Ich muss doch jetzt gucken, dass oben die Kreise sind und unten die zwei. Dann kann ich es oben einsetzen, ne? Würde ich so gerne mal treffen. Ich würde dich auch so gerne mal treffen. Ich hoffe, dass es bald mal wieder möglich ist, Leute. Das wäre richtig cool.
So, jetzt stopfen wir das da rein. Und dann machen wir das so. Die sind beide oben. Das ist eins links. Und das ist so. So ist es. Das muss ich jetzt mitnehmen. So, seltsamer Schlüssel. Let's go. Und dann gebe ich das oben ein und dann haben wir noch diese Schraube, die wir noch in einem anderen Raum drehen müssen. Das ist ein Euphonium-Urch. Mein Blasinstrumentenklasse, besten Wissen, Bläserklasse. Ein Euphonium-Urch. Auf einem Rollstuhl. Heut. 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 Ciao. Den juckt es halt echt nicht, ne? Das ist dem komplett wurscht. Wir sind ihm wurscht. So, das müsste jetzt auch reingehen. Let's go. Yes. Way. Nehme ich wieder mit. Achso, nee, dann lassen wir es drin stopfen. Dann bringen wir es zurück. Hab das Bein noch nicht. Nee, ich glaube, das hole ich mir jetzt, oder? Quatsch. Ich muss erstmal auf mein Leben klarkommen. Was kann ich hier eigentlich alles machen? Okay. Ist da noch irgendwas anderes? Aha, da muss es also doch ein anderes sein. Ja, ist gut, lass los, Mann. So, das. Yes. Scheiße, ich hab's falsch gemacht. Also, wenn das hier oben lang geht, dann brauchen wir hier. Hä, wie stelle ich denn das hier ein? Gar nicht? Kann ich das hier nicht ändern? Das ist aber weird. Aber den, wo ich jetzt bin, kann ich ja nicht drehen, ne? Nee. Aber wieso kann ich den hier nicht drehen? Das ergibt doch gar keinen Sinn. Ah, hier ist auch ein Rad. Ah. Das müsste es jetzt sein, oder? Ja, okay, 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 okay. Oh Gott, ist gar nicht so einfach. Okay, das ist nicht so einfach. Scheißendreck. Scheißen Dreck. Was lässt Männer fluchen? Gold und Ruhm, Gold und Ruhm. Okay, ich dachte, es geht einfacher. So intelligent ist es dann doch nicht. Es muss jetzt unten sein, hier, glaube ich. Das. Jop. Oh, Scheiße. Das war jetzt hier oben. Yeah. Vom Scheiß. Oh nein, keine Leichenhalle, bitte. Oh Gott. Für dieses Kind. Oh, ein Bein. Ich hab ein abgetrenntes Leg. Geil. Geil. Kann ich ja laufen lassen, oder? Ist ja wurscht. So, jetzt gehen wir zurück. Den nehme ich mit. Dann können wir noch nach oben gehen in das. Nee, nicht hier. Ist eigentlich egal, ich muss hier nur durch, weil hier war doch auch noch was, falls ihr euch erinnert. Hier kann man ja auch noch was tun. Ein Schäuble. Ah ja, Mai, schau schon mal her, gell? Oh Gott. Oh Gott.
Oh Gott, and it's gonna be a long night. Oh Gott. Warte mal, was muss ich überhaupt lenken? Was ist denn das? Ach, das. Ach so, die muss hier. Ah. Oh je. Ah, okay, 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 okay. Willkommen beim Question Mark Gnu. Das Question Mark Gnu ist ein Gnu, das keinen Peil hat, wie es sich verhalten muss. Deswegen drückt es irgendwelche dummen Dinge in der Hoffnung, dass sich das Problem von alleine löst. Leider merkt das Question Mark Gnu gerade, dass das nicht funktioniert. Und das macht es ganz schön sauber. Nicht sauber, das macht sauer. Wir versuchen es von der anderen Seite. Los, fahr, kleine Schraube, fahr. Mhm. It's getting interesting, ja. Mhm. Girl, look at this. Ja. Geil. Oh, okay, jetzt brauche ich den Schlüssel nochmal. Also, merkt's euch. Let's go, wir gehen nochmal zum Blasemann. Zum Blasi-Hasi gehen wir nochmal. Ein Schelm, wer böses Ding. Einen in den Blasehasi-Kanal. Macht er mir eigentlich auch was? Oder wie sieht's aus? Bin mir gar nicht so sicher. Ich glaube, der saugt mich dann ein, oder? Ich will nicht gesaugt werden. Ja, ist ganz schön anstrengend, so viel zu pushen. Was glaubst du, was der für eine Lunge hat? Was für eine Ausdauer! Okay. Das war ja jetzt einfach nur... Nein. Nochmal rein damit. So. Ich glaube, das ist eigentlich wurscht. So war das, gell? Der andere Schlüssel, ne? Habe ich recht? Ja, sehr gut. Was lässt Männer fluchen? Gold und Ruhm, muss er ständig pusten? Frag ihn nicht, warum. Das kennen nur die ganz Alten. Irgendwo auf einer Insel ist ein Schatz versteckt. Und wer diesen Schatz entdeckt, ist wieder ohne Gold und Ruhm. Ja? Kannst du das bitte nochmal machen? Rein damit. Ja, das würde ich da gerne hochgehen. Ja! Und wie mache ich das jetzt? Ah! Muss ich darüber hier rein, oder? Hä, wie komme ich denn da hin?
Da hat sich jetzt nichts geöffnet bei dem, oder? Nö. Ach so, stimmt, ich kann ja die Räume hier auch drehen, oder? Ah. Stimmt. Stimmt, der Schanterball. Aber da, ach, da kann ich drüber gehen. Ach so, da machen wir jetzt also die Ausnahme auf einmal. Okay, muss man auch mal wissen. Okay, was gibt es da drin? Oh, noch ein Haxen, hallo. Wir müssen noch meinen Aufzug fahren, oder? Ich glaube aber, ich brauche wieder meinen Schlüssel. I need my key. Den lasse ich nicht stecken. Kommst du mit? Ich glaube, ich muss noch gucken, wie der Aufzug ist, damit ich den nochmal umstellen kann. Ich glaube es fast. Ist mega geil, das Game, gell? Ich bin in love. Das ist richtig abwechslungsreich. Es sind auch nicht die ganze Zeit Monster, die dich ätzend handeln. Es ist so eine voll die nette... Ich hab nichts gesagt. Es ist so voll die nette Abwechslung einfach. Oh Gott, bitte jetzt nicht die Psycho-Oma hier nochmal. Das vertrage ich nämlich nicht. Wachsen. Wachsen. Und Strom. Ja! Ich bin 3 Schritte auf Twitch und treffe direkt so eine nice Community. Oh süß, das freut mich. Du bist sexy, ihr... Oh nein. Fällt euch was auf? Wir fallen immer weiter runter. Immer wenn wir... Oh. Immer wenn wir hochkommen wollen, oh mein Gott. Oh mein Gott, nein. Oh Gott. Oh, die hat mich. Lauf. Da ist das Kind wieder. Oh Mann. Lauf doch. Ach, ich muss zurück, ne? Ich muss zurück. Okay, ich hab's jetzt. Okay, ich muss komplett zurücklaufen. Interessant. Oh mein Gott, Hilfe! Oh Gott! Holy shit, geh doch hoch, Alter! Warum läufst du denn nicht, Alter? Oh nein, das ist wieder Psycho-Oma. Die nimmt auch nur einen Arm statt beide. Ach du Scheiße. Oh, das ist schon heftig, das Game, ne? Oh, lauf doch, Kerle. Oma kommt hinterher. Oh, scheiße, Oma. Ich hätte jetzt Dynamite nicht nehmen sollen. Wie oft kann ich sterben? Gnu, ja.
Nein, ich bin schon wieder reingefallen. Mann. Sie hat echt Ausdauer. Also komm, die paar Meter wäre ich jetzt auch nicht gestorben. Ach du Scheiße, was ist denn das? Oh mein Gott, nein. Hey, die kann ja laufen. Ah ne, das ist der Zombie. Hilfe! 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 Wo habt ihr denn schießen gelernt, ihr Idioten? Lauf schneller! Schnell! Schnell! Oh nein, ich hab's wieder abgeschnallt. Oh mein Gott. Aha, ihr trefft mich nicht! Oh, das war aber knapp jetzt, ne? Oh nein, was denn jetzt? Lauf, Geronimo! Oh Gott, was steht? Ach, das ist Kind, das ist Kind. Hilf mir doch, du blödes Kind! Nein! Das macht gar nichts, das Kind. Es guckt einfach nur. Komm, das schaffst du doch. Das ist eine Riesentür. Die kriegst du doch locker auf. Oh, Heaven. Ja. Lauf. Lauf, Geronimo. Renn. Nicht... Ja, ich brauch gar nicht mehr lenken. Achso, doch, ich muss noch lenken. Jetzt hab ich das Outro versaut, sorry. Awaken. Wir haben es geschafft, endlich aufzuwachen. Oh, wir sind ein Baby. Sind wir gerade aus einer Voluna gekrochen? Aus einer Brosche? No. Aber wieso? War das jetzt einfach... Ach so, wisst ihr, was ich glaube? Also entweder das war diese Schlaf, was ihr gemeint habt, dieser gestörte Schlaf, nicht Schlafparalyse, was ist das andere nochmal? Was ich glaube, wir waren quasi tot. Unser Körper hat ja die ganze Zeit unseren Körper verlassen. Und wenn jemand stirbt, dann gibt es ja auch wieder neues Leben, dass uns der Kreislauf des Lebens gezeigt wurde, oder? Oder bin ich wieder zu falsch? Ne, genau, eine Astralreise. Entweder ist eine Astralreise oder wir sind gestorben und jetzt gibt es quasi wieder... Der Kreislauf des Lebens. Weil es hätte ja am Ende... Ach schade, es ging so schnell zu Ende. Das ist echt ein tolles Game gewesen. Gibt es da ein Part 2? Genau, es gibt quasi Wiedergeburt. Gibt es da noch einen Teil? Ich fand den echt toll. Also an die Entwickler, ich will mehr. Gebt mir mehr. Mega geil. Also wirklich durchgehend, cool, spannend, geile Abwechslung. Nicht zu viel Gegner, nicht die ganze Zeit. Also es war so, dass man... nicht in jeder Episode Panik haben musste, dass Gegner kommen, sondern dass du einfach wusstest, ich kann jetzt auch meine Rätsel und meine coolen Aufgaben machen und die Szenerie wirken lassen und dann kommt ganz unerwartet wieder ein Gegner. Das fand ich sehr angenehm, es war sehr ausgeglichen. Hat mir sehr gefallen. So, wir gucken jetzt mal, ob noch was kommt am Ende. Nee. Es gibt auch ein DLC tatsächlich, das habe ich aber noch nicht gekauft. Falls ihr das sehen wollt, lasst mir gerne viele Daumen nach oben da. Dann werden wir das spielen. Hat mir auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank fürs Zuschauen und empfehlt mir weitere solche Games. Ich bin ready, ich hoffe ihr auch. Und kommt live vorbei auf www.twitch.tv/nu-live. Und jetzt, raus!